Sie haben in Schöntal Leitsätze verabschiedet für die kirchliche Flüchtlingshilfe. Was sind die wichtigsten Aspekte dieser Leitsätze? Zunächst einmal haben wir die Leitsätze eröffnet mit einer Positionierung, dass wir als Christen für Flüchtlinge, für Menschen auf der Flucht einstehen und dass das auch aus unserer biblischen Grundorientierung kommt. Das war das Wichtigste. Das Zweite, dann geht das über in Leitsätze, in Bereiche, wo wir als Christen uns besonders positionieren. Das ist zum Beispiel einfach die Frage, dass diese Menschen Schutz bekommen und dass sie in entsprechender Weise auch integriert werden. Integration heißt, dass sie die Sprache lernen, dass wir sie in einer guten Weise begleiten, dass sie zum Beispiel medizinisch gut versorgt sind. Ist weiterhin, dass sie auch Anteil haben an Bildung und an Arbeit. Das hilft alles zur Integration. Wenn das nicht geht, dann sitzen sie in ihren Wohnungen oder in ihren Sammelunterkünften und wissen nicht, was sie tun sollen. Und junge Menschen auch werden dann vielleicht etwas unruhig. Das verstehe ich auch. Deshalb ist es in unserem großen Interesse, in einer guten Weise sie zu integrieren. Da gehört auch die Seelsorge, die Begleitung dazu. Die Leitsätze beziehen sich auf kirchliche Flüchtlingsarbeit. Ist kirchliche Flüchtlingsarbeit etwas Spezielles, eine Nische? Oder möchten Sie da auch Vorbild für die Allgemeinheit sein? Wir vertreten ein Bild vom Menschen, das nicht konfessionell ist, sondern ein Menschenbild, das für alle Menschen gilt. Jeder hat eine unableitbare, eine unverletzbare Würde. Wir sagen als Christen, alle Menschen sind Gottes Ebenbild. Deshalb müssen wir ihnen auch in dieser Weise, in ihrer Würde begegnen. Aus dieser Wurzel heraus, wie wir das handeln, aus dem biblischen Verständnis, aus dem religiösen Verständnis unserer Arbeit, wollen wir Vorbild sein und das auch der Gesellschaft als das vorstellen, wie wir als humane Gesellschaft mit den Menschen auf der Flucht umgehen sollen. Was entgegnen Sie den Menschen, die da Sorge haben, dass es zu teuer wird, dass es kulturelle Schwierigkeiten gibt? Was entgegnen Sie da? Natürlich gibt es kulturelle Schwierigkeiten, das ist überhaupt keine Frage. Da müssen wir auch sorgsam damit umgehen. Und wo Menschen Ängste haben, müssen wir diese Ängste annehmen. Wir müssen das nicht irgendwie dämonisieren, dass Menschen Ängste haben. Aber wir müssen vor allen Dingen in einer guten Weise aufklären. Wir müssen die differenzierte Situation darstellen und wir müssen zeigen, dass wir in einer guten Weise damit umgehen. Und wichtig ist mir in dem Zusammenhang auch, dass niemand, der in unserer Gesellschaft auch zu Armen, zu gefährdeten Menschen gehört, die wir unterstützen, immer unterstützen müssen, dass die darunter leiden. Ich sehe nicht, dass unsere Gesellschaft insgesamt jetzt irgendwie besonders bei den Bedrängten, Bedrückten oder besonderen Zuwendungsempfänger unter der Flüchtlingssituation leidet. Wir sind Gott sei Dank in einer Situation, wo unsere Wirtschaft gut läuft, wo wir wachsende Steuereinnahmen haben und wir werden nicht alle Zuwächse in den Steuereinnahmen jetzt in die Flüchtlingsarbeit stecken. Das brauchen wir auch gar nicht. Ich bin also zuversichtlich.